Einen anregenden Abend denn bei uns daheim, den wünscht der Märchenerzähler, der Helmut Wittmann. Alma spielen uns von der CD Ueo Drecking Schmalnauer. Der Johann Michael Schmalnauer, der hat um 1800 im Salzkammergut eine Sammlung mit Tanzmusik zusammengestellt. Nö, und die ist heute nur eine wahre Fundgurm. Und wir haben daraus eine zeitgenössische Bearbeitung von der Marie-Therese Stickler. Ja, die Zeit vor der Sommersonnenwende, das ist eine ganz besonders magische Zeit. Ja, und was da an wundersamen Dingen passiert oder zumindest passieren kann, das wird in etliche Sagen beschrieben. Und darum machen wir uns heute auf eine Sagenreise durchs Alpenland. Von Wienerwald in den Strudengau an die Donau und weiter ein ins Enstal, jetzt an Grimming und ins Salzkammergut. Und am Weg, da begleitet uns ein besonderer Gast. Sie kommt aus dem Salzburger Land, ist Natur- und Landschaftsvermittlerin, beschäftigt sich aber auch mit Matriarchatsforschung und mit Ritualarbeit. Renate Fuchs-Haberl. Grüß dich, Renate. Grüß dich, Helmut. Renate, wenn man auf der Webseite schaut, dann liest man da, dass du eine Fülle von Aktivitäten machst. Von der Matriarchatsforschung über Hörtraining bis zur Lehrerin für orientalischen Bauchtanz, ja, und im katholischen Bildungswerk Salzburg bist auch nur Referentin für Frauenthemen und vor allem auch bekannter ist die Wildmannfrau. Also was ist für dich da die inhaltliche Klammer und der Schwerpunkt von dem, was du machst? Mir geht es dabei vor allem um die alten Spuren, um das Alte, um das, was vor unserer Gesellschaft gewesen ist, jetzt was die Matriarchatsforschung betrifft, wo es um die gesellschaftliche Ebene geht. Aber ein großes Anliegen für mich ist eben auch die Spiritualität. Und da beschäftige ich mich vor allem eben mit unseren heimischen, mit unserem alpenländischen Bereich, weil da ganz viel zum Finden ist von unserer vorchristlichen, von unserer schamanisch-spirituellen Tradition da. Und warum Wildmannfrau? Was hat das mit dem Wildmann zu tun? Das hat weniger mit dem Wildmann zu tun, sondern das hat mit den Wildfrauen, mit den saligen Frauen, mit den Priesterinnen, mit den Schamaninnen, mit den Heilerinnen vom Alpenraum, vom Untersberg gibt es ja viele Wildfrauen, sagen zum Beispiel, wo ich herkomme. Und das hat mit dem zu tun, dass ich in dieser Tradition stehe, dieser weisen Frauen, aber eben die Wildmannfrau ist sozusagen die moderne, die heutige Variante davon. Mhm. Ja, die Saligen waren ja eigentlich, wenn man so will, sowas wie Feengestalten in die Alpen. Ja, sie waren, also wenn man sich viel anschaut, waren sie jetzt nicht Feen oder die Frage ist, was ist eine Fee, sondern sie waren wirklich Frauen, die aus Fleisch und Blut waren. Sie waren einfach heilkundige Frauen, sie waren die Kräuterfrauen, sie waren die Schamaninnen, sie waren die Priesterinnen, sie waren die Hebammen. Also das, soweit ich das jetzt aus meiner Sicht sagen kann, waren es schon Frauen, die wirklich gelebt haben. Also nicht jetzt diese Feen- oder Elfengestalten, sondern wirklich leibhaftige Frauen. Naja, dann würde ich sagen, machen wir uns gleich weiter auf die Reise. Und die fängt im Wienerwald an. Die Nötzirch, die stimmen uns ein mit einem Landler von der CD 1 aus der Reihe Taktvoll, Volkstänze aus Niederösterreich. Thank you.
Vor Zeiten, da ist ein Handwerksbursch zur Zeit vor der Sommersonnenwende am Heimweg gewesen. Mir ist er schon gewesen vor der Arbeit. Ach, hat er sich gesagt, wenn's doch mehr tragert, über die Schinterei und doch kaum ein Kreuzer in der Taschen. Da beging ihm ein kleines Grasmandel. Das hat der Bursch gleich angeredet. Na gut, einmal hat er gesagt, mir scheint, du bist einer von denen, die unter der Erde hausen. Bestimmt weißt, wo da ein prächtiger Schatz zu finden ist. Ha, schau ich wirklich so aus, hat das Mandel gelacht. Woi, hat der Bursch gesagt. Und ich konnte halt ein bisschen was brauchen von dem Reichtum drin im Berg. Euch geht's gewiss nicht an. Und ich hab gleich ein besseres Leben. Na gut, hat das Mandel gesagt. Du schaust mir an, wie wenn's da gutes Herz ist. Sei es drum, ich will dir helfen. Komm heut über drei Nacht wieder daher. Dann werde ich dir einen Schatz zeigen. Aber hör zu, du darfst dabei kein Wort reden, was du siehst und hörst. Ja, das hat der Bursch gern versprochen. Und die Zeit ist vergangen und wie die dritte Nacht gekommen ist, da ist stürmisch gewesen und stockfinster, aber er ist ausgegangen, beherzt ist er hin zu dem Platz und da hat das Mandel schon gewartet. Jetzt komm, hat's gesagt, ich will dir den Schatz zeigen. Und der Bursch, der hat kein Wort gesagt, ist mit dem Mandel rein in den Wald. Und da sind sie zu einer Grube gekommen. So hat das Mandel gesagt. Schau da drin in der Grube, da ist ein Kessel. Und da hilft mir jetzt, dass wir den aufheben. Der gehört dir. Oh, da ist der Bursch eini mit dem Mandel in die Grube. Und wie er da so schaut, da sieht er aus dem Kessel, da glänzt hell aus, wie Sonnenglanz. Ja, das ist wohl lauter Gold, das leuchtet im Mondschein. Weil der Bursch, der hat mit dem Mandel da angefangen, dass den Kessel rausheben. Oh, das war eine Schinterei und auf einmal tanzen rund um mich gestalten wie Hexen. Haben die geschrien, was tust du? Mei, und dann waren wieder, wie wenn lauter Teufeln kamen. Ja, vor lauter Angst ist ihm schon der Schwitz von der Stirn runtergerannt, aber er hat sich zusammengerissen. Kein Laut ist über seine Lippen gekommen. Mehr und mehr haben sie den Kessel rausgebracht. Ach, hat er sich gesagt, gleich sind wir drumen, gleich hab ich den Schatz. Ja, und da hört er auf einmal eine Stimme. Die ist ihm so vertraut. Er schaut auf. Das ist ja seine Mutter. Ja, im Mondschein sieht er, das ist seine Mutter. Ja, hat er gesagt, Hansel, was machst denn du da? Ja, hat er gesagt, das Gold nehme ich. Mei, und in dem Moment, da hat er ein Tätschen gekriegt. Ein Urfein, mei, hat die geschreit und die Wange hat ihm brennt. Und der Kessel ist schwerer und schwerer geworden und ist abgepoltert, ist abgerumpelt in die Tiefen. Und wer weiß, er liegt wohl heute noch da drunter.
Der Thomas Bernes, der Georg Eder und der Karl Ritter, die spielen da in dem Stück von der CD Sonnenwende auf. Ja, natürlich ist der Wienerwald nicht nur eine schöne, sondern auch ausgesprochen sagenumwobene Gegend. Und einige für die Sagen, die sind im Band Sagenreise durch Niederösterreich von Norbert Doplitsch zum Nachlesen. Im Gral Verlag ist die Sammlung rausgekommen. Ja, und für alle, die es lieber erzählt kriegen, die sagen, am Samstag, dem 15. Juni, da steht im Pressbaum die große Wienerwald-Sagenwanderung am Programm. Renate, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, so heißt's. Und das gilt wohl nicht nur für die Sage, die wir gerade gehört haben, sondern auch für Rituale. Da muss man wohl ganz genau überlegen, was man da sagt und ob man nicht vielleicht sogar lieber schweigt und einfach das Ritual, die Handlung für sich sprechen lässt. Was meinst du? Ja, da kann ich da auf alle Fälle zustimmen, weil viel wird oft zerrit bei den Ritualen, wenn so viel gesprochen wird. Und wenn man weniger redet oder gar nichts redet, dann kommt man mehr ins Gespüren. Also das ist für mich so dieses, nicht dieses Schweigen, ich darf jetzt nichts sagen, sondern ich sage einmal nichts, damit ich auf eine andere Wahrnehmungsebene komme, damit ich mit den Kräften der Elemente in Dialog komme und nicht unbedingt jetzt nur mit den Wörtern aus dem Mund was sagen will. Ja, und das praktisch nicht nur das Ohr wahrnimmt, wie beim Herrn, sondern ja, die anderen Sinne genau, sogar, dass die auch gefordert sind. Ja, genau, dass man auf unterschiedlichen Ebenen, dass man mit den anderen Sinnen immer auch wahrnehmen. Für das ist wichtig, dass wir mal stark sind. Und bei uns gibt es das Wort lauschen, losen. Ja, genau. Also das ist für mich so dieses, dass man sagt, dass man wirklich einmal das andere wahrnimmt und nicht nur immer über das gesprochene Wort durchgeht. Ja, und was sind für die ganz wichtige Elemente bei einem Ritual? Ja? Also für mich ist am Anfang immer wichtig, dass ich die Frauen in die Verbindung mit der Erde bringe, weil die kommen da und sind im Kopf, sind im Alltag, kommen voller Stress, also wirklich eine gute Verbindung schaffen, wieder zu der Natur, zu dem Erdboden und der Erde. Dann ist es mir auch wichtig, dass wir eben die Elemente einladen, dass wir die anrufen, dass uns die die Kraft geben, dass uns die Unterstützung geben. Und dann kommt es einfach darauf an, zu welcher Zeit dass wir gerade sind, um was es dann geht. Auf die Situation. Genau. Ja, ich würde sagen, dann ziehen wir weiter auf unserer magischen Reise zur Sommersonnenwende, und zwar an die Donau, genauer in den Strudengau. Der ist dort, wo die Donau von Oberösterreich einrauscht ins Niederösterreichische. Und das Bürbacher Volkskunstorchester, die spielt uns mit einem Tour-Retour von der CD Sixtas dahin. Ja, war es so oder war es nicht so, und war es nicht so gewesen, dann konnte es nicht so verzögern. Da hat in Grein bei der Giersenbachmühle am Weg zum stillen Stein eine Müllerin gelebt mit ihrer Tochter. Die Müllerin, die ist schwer krank gewesen. Ja, und so viel die Tochter die kranke Mutter gepflegt hat, der Müllerin, der ist selber schlechter gegangen. Ja, und die Doktoren, die haben die Frau schon aufgeben gehabt. Da ist einmal ein alter Mann zu der Mühle gekommen. Und der hat einmal ein Stickerl Brot bitt. Da hast du ein Stickerl, hat das Dirndl gesagt. Weißt, ich kann da auch nicht mehr geben. Wir haben ja selber nichts. Und sie hat ihm den ganzen Kummer gelockt.
Da hat es der alte Mann so betrocht und der hat gesagt, lass mir's anschauen, der Mutter. Vielleicht kann ich ihr helfen. Ja, der alte Mann, der hat die Müllerin untersucht und schließlich hat er zu der Tochter gesagt, hör zu, ich sag das offen, ich bin Doktor und vermag viel, aber ärztliche Kunst, die kann bei deiner Mutter nichts mehr ausrichten. Schau her, und er hat ein Buch aufgeschlagen, da in meinem Buch, da ist das Kraut wieder tot zu sehen. Das ist das Einzige, was deiner Mutter noch helfen kann. Ja, hat das Dirndl gesagt, das Kraut, das kenne ich, das habe ich schon gesehen, das wächst weit hinten beim Wasserfall in der Gießenbachschlucht. Was für ein Glück, hat der alte Mann gesagt, das Kraut wieder tot, das muss zur Sonnenwende beim vollen Mondbrocker, dann hilft's gegen jede Krankheit. Mei, da hat das Dirndl nicht lang überlegt. Wie die Sommersonnenwende gekommen ist, da hat's geschaut, dass der Mutter nichts abgeht, dass die gut versorgt ist. Und wer's gesehen hat, dass die Tier von fest schlaft, da hat es sie zusammengekriegt und hat sie aufgemacht. In der Abenddämmerung, da ist sie rein in die Schlucht. Am Bach entlang, über weit und weit auf. Langsam ist Fenster geworden. Ja, und wie's da mit einmal aufschaut, da steht oberhalb von ihr ein Mandel, ein Zwerg. Hab keine Angst, mein liebes Dirndl, hat das Mandel gesagt. Ich weiß schon, was du suchst. Komm mit mir. Und das Mandel hat das Dirndl drauf bei der Hand genommen. Ja, und da waren Füßen, aber die gingen auf. Da ist eine Füßentour. Und da sind sie jetzt eingegangen in den Berg. Und drin, da war ein wunderschöner Garten zu sehen. Blumen, die haben da blüht in die schönsten Formen. Ein Duft ist das gewesen. Das Mandel, das hat das Dirndl durch den Garten zu einer Frau gebracht. Die war ganz weiß angezogen, leinene Gewandeln hat die angehabt und strahlend schön ist gewesen, wie eine Fee. Freundlich hat's das Dirndl angeredet. Schau dich um, mein liebes Kind, wie schön, dass du bist bei uns. Nicht alle haben die Gnade, dass da einer finden zu uns. Ja, hat das Dirndl gesagt, es ist wirklich erbracht. Sag, hat die Frau gesagt, magst nicht da bleiben bei uns, es wird dann nichts fallen. Ja, hat's gesagt, das Dirndl, und was ist mit meiner Mutter? Darf die auch einer? Nein, hat die Frau gesagt, nur du, nur Kinder mit einem unschuldigen Herzen, die dürfen da einer. Aber ich versprich dir, da herin, da vergisst jeden Kummer und alle Sorgen, Krankheit und Tod, das gibt's nicht bei uns. Nein, hat das Dirndl gesagt, aber meine Mutter, die kann ich nicht im Stich lassen, nein, und die will ich nicht vergessen. Ich bitte euch, Frau, gebt's mir das Kraut, das jede Krankheit heilt. Überlegt ihr das gut, hat die Frau gesagt, willst wirklich verzichten auf ein sorgloses Leben, da bei uns? Ja, hat das Dirndl gesagt, Frau, ich bitte euch um das Kraut für meine Mutter. Gut, hat die Frau gesagt, dann soll es das kriegen. Und sie hat ihr ein Kerberl gegeben und hat gesagt, leb wohl, und hat's gesegnet, das Dirndl. Der Zwerg, der ist wieder raus aus dem Berg, mein Dirndl, und beim Füßentour, da hat ihr ein Kraut ins Kerberl eingelegt. Naja, sie aber, sie war so müde und so erschöpft, sie hat sich niedergesetzt und im nächsten Moment ist sie schon eingeschlafen gewesen. Ja, wie es wieder munter wird, da geht die Sonne schon auf. Geschwind hat es sie aufgerappelt und ist durch die Schlucht runter, heim. Und da kommt ihr die Mutter entgegen. Pamperl gesund. Ja, was für ein Wunder. Ja, in der Früh, wie es munter geworden ist, da war es gesund. Mei, da war die Freude groß. Glückselig sind sie die zwei am Hals gefallen. Und wie das Dirndl drauf in den Korb reinschaut, da sieht's lauter Edelsteine und Diamanten. Die waren das Geschenk von der saligen Frau drin im Berg.
Wunderschön singt er, der Scheibser Dreier mit einem Jodler von der Reverenz-CD. Ja, beeindruckend, die Sage aus dem Strudengau, die wird übrigens ähnlich auch in der Wachau erzählt. Die Tochter, die verzichtet auf ein sorgloses Leben im Berg, damit die Mutter wieder gesund wird. Renate, im Stocker Verlag hast du zusammen mit der Elisabeth Maria Meyer den Band Erdenfrau ausgebracht und da sind Heilpflanzen, Rituale und Rezepte im Wandel für die Jahreszeiten beschrieben. Und auf die Sommersonnenwende geht es da natürlich ausführlich ein. Ja. Ja, das ist ein Buch, das aufgebaut ist, eben im Jahreszyklus, damit man mit der Erdenfrau wieder eine Begleiterin hat durch den Jahreskreis, weil viele Menschen keinen Bezug mehr dazu haben. Im Alltagsgeschehen kriegen wir oft gar nicht mehr mit. Und da kann man das Bierchen aufschlagen und sagen, in welcher Phase haben wir gerade. Und das ist eben jetzt die Zeit, wo wir auf Sonnenwende zugehen. Und das ist jetzt eben da unser Teil, wo wir natürlich immer die Bräuche, eben die Pflanzen und die Rezepte aufgegriffen haben. Was sind eigentlich bei der Sommersonnenwende die klassischen Rituale und Bräuche? Sonnenweinfeierl ist natürlich klar. Genau, bei der Sonnenwende ist halt, ja, Sonnenweinfeier, das ist ganz was Typisches, das die meisten kennen. Bei uns zum Beispiel im nördlichen Flachgau, wo ich herkomme, in Oberndorf, da lassen sie auf der Salzach Lichterschifferl runterfahren. Also das finde ich einen schönen Ausdruck, weil da sieht man diesen absteigenden Sonnenbogen. Mhm. Wir sind jetzt zur Sommersonnenwende, wie es schon heißt, eben am Höhepunkt von der Sonne und jetzt werden die Tage halt schon wieder kürzer, wenn wir es oft nicht wahrhaben wollen. Und das drucken die Menschen nicht mehr aus. Was die Natur, was einer die Erden, was einer der Kosmos vorlebt im Jahreskreis, das haben sie in diese alten Rituale abgebildet und aus dem ist unser Brauchtum dann entstanden. Ja, und natürlich hat man geschaut, dass man der Sonne ein wenig Feier zukommen lässt, damit es vielleicht da nicht so schnell geht. Genau, man hat es natürlich auch unterstützt, man hat es gestärkt, man hat es geehrt, gefeiert und das sind natürlich die Feier. Oben am Himmel diese mächtige Feierkraft und unten auf der Erde genauso. Mhm. Ja, und das heißt ja, so habe ich gehört, wenn man neunmal über Sonnenweinfeierl springt, so heißt es, dann tut man was gegen Kreuzweh und gegen Fiersweh, wenn man den nur springen kann. Also ich würde das sind immer so ein bisschen diese enterotisierten Varianten, weil beim Sonnenweinfeier, wie wir ja schon wissen, geht es schon ein bisschen mehr natürlich auch um Lust, um Erotik. Es ist diese hohe Zeit der Liebe vom Jahreskreis, es ist die Zeit von der Heiligen Hochzeit, wo Mutter Erde mit ihrem Bräutigam im Himmel, mit dem Regen, mit der Sonne, die Heilige Hochzeit feiert vom alten Büdel her. Ja, aber man ist ja miteinander übers Feierl gespannt. Genau, darum würde vergessen. Ich da jetzt, wenn das Kreuzweh im Vordergrund stehen. Die Frauen haben sich ja auch noch einen Beifußgürtel umbunden, damit jetzt auch die Kräfte im Schoß wirklich im Fluss kämen. Aha. Also wann jetzt um die Zeit diese erotische Kraft nicht gefeiert wird, die Liebeskraft, ja wann denn dann? Ja, und nach dem Sprenger hat man auch noch viel Zeit, die genau. Ganze Nacht. Für das ist die Sonnenwendzeit ja auch bekannt gewesen. Genau so ist es. Naja, und ich habe einmal gehört, nämlich ganz interessanter braucht, wenn man am Sonnenwendtag am Bock einen Holunder isst, dann eben auch, dann bleibt man das ganze Jahr vital und gesund. Und ich denke mir, so bochene Hollerstrauben, die sind ja einfach gut. Das ist ja ein sinnliches Erlebnis. Natürlich, da geht es aber wahrscheinlich noch um viel mehr dahinter bei dem Brauch, weil die Hollerin, die Frau Holler, ist ja unsere alte Göttin gestaltet, neben der Frau Bercht im deutschsprachigen Bereich. Und da haben sicher in der Hollerblüte, in der Hollerstauern ja sowieso nicht nur die Heilkräfte an sich gesehen, sondern die Heilkräfte sind der alten Göttin zugeordnet worden. Darum ja, dass man den Hut zieht vor der Hollerstauern. Genau, ja. Naja, und vor allem natürlich hat man es auf die Art und Weise verinnerlicht. Genau. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, ich würde sagen, wir ziehen weiter auf unserer Sagenreise. Jetzt mit den Zwirbeltieren und einem Mühviertler von der CD Ja bitte. Und wir ziehen weiter in die Obersteiermark zum Gremming. Thank you.
War es auch so oder war es nicht so und war es nicht so gewesen, dann kommt es nicht so verzöhnen. Da ist eine Frau zur Zeit vor der Sommersonnenwende mit einem Kind am Arm aufgestiegen zum Gremming. Die Frau, die ist bettelwarm gewesen. Naja, sie hat aber gehört gehabt, dass gerade zur Sommersonnenwende in der Johannisnacht oder zu Peter und Paul das Gremmingtor aufgeht. Prächtige Schätze, die sollen da drin im Gremming zu finden sein. Und auf das hat's gehofft. Der Mann ist gestorben gewesen, der war Holzknecht, ist bei der Arbeit umgekommen und jetzt war die Not so groß. Naja, da hätte so einen Schatz brauchen können. Und so hat's gewartet beim Füßentor. Ja, und wirklich. Da geht's auf. Vor ihre Augen. Mei, die Frau, die war so glückselig. Geschwind ist seine, hat das Kind abgesetzt und hat sie die Taschen mit Gold angefüllt. Das ist da gelegen. Mein Haufen ist das da gelegen. Die Frau, die war so glückselig. Sie hat's geschnappt, das aussieht, dass die Schürzen auslädt und die Taschen und das gleich noch mehr holt von dem Gold. Ja, aber kaum, dass draußen gewesen ist, da geht das Tor gerochert wieder zu. Für die Frau, die hat das gar nicht fassen können. Verzweifelt hat's versucht, dass das Tor wieder aufkriegt. Ja, sie hat dagegen geschlagen. Ja, aber das geht nicht mehr auf. Mei, kalt und fest ist der Fuß vor ihr aufgerockt. Mei, sie hat geschaut, ob's nicht woanders einen Zugang findet, ein in die Höhen zu ihrem Kind. Aber was er macht, was er schaut, was er tut, da ist nirgends ein Spalt. Da kommt's nirgends rein. Na, da ist nix, nur der Fuß, der harte. Alles ist vergebens gewesen. Ja, was soll's tun? Schließlich ist verzweifelt und niedergeschlagen wieder abgestiegen ins Tal. Und mal wieder hat's an ihr kleines Kind denken müssen. Das ist jetzt allein drin im Berg. Wer weiß, es muss wohl elendiglich verhungern. Ja, Tag für Tag sind für die Frau in Kummer und Gram vergangen. Und schließlich ist noch ein Jahr wieder aufgestiegen. Sie wollte wenigstens das, was nur übrig ist für ein Kind, in geweihter Erden begraben. Ja, und wirklich? Da geht das Tor wieder auf. Ja, und wer sitzt da drin im Berg? Ihr Kind? Lebendig und munter. Seelenruhig spielt's mit ein paar Goldstücken. Mei, die Frau, die hat das Kind geschwind gepackt und ist mit der Masse. Mei, hat's geschrien, du lebst. Sie hat gejuchzt vor lauter Freude. Mein liebes Kindl, du lebst. Glückselig ist mein Kindl ob ins Tal. Das Kind aber, das hat erzählt, dass ihm eine weiße Frau einmal wieder was zum Essen gebracht hat. Und mitunter hat der gespült, mein Kindl. Manchmal aber war es auch ein weißer Bug, der hat dem Kind allerhand Gaben gebracht. Der Frau, der war das alles ein Ding. Hauptsache, sie hat ihr Kind wieder lebendig und gesund. Ja, und dann war da ja auch noch das Gold von Vorjahr. Jetzt hat wirklich nichts mehr gefehlt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die sagenhafte Stunde in bei uns daheim. Am Mikrofon ist der Märchenerzähler, der Helmut Wittmann, und Gast im Studio ist die Autorin und Ritualleiterin Wildmannfrau Renate Fuchs-Haberl. Ja, die Alma, die haben uns den Admonter Echo-Jodler von der CD Nativa gespielt. Und für mich hat der Jodler immer ein wenig was Befreiendes. Vor allem aber ist der Jodler in die Berg auch sowas wie eine Anrufung. Renate, arbeitest du bei den Rituale viel mit Lieder? Wie ist das? Was sind die Werkzeug für sowas? Ja, ich selber bin leider keine so Sängerin, aber meine Tochter, die Lisa, die ist bei den Rituale oft auch dabei und die hat elementare Musik- und Tanzpädagogik auch studiert. Und sie ist diejenige, die bei unseren gemeinsamen Rituale den Musi-Teil übernimmt. Und weil du jetzt eben auch gerade die Jodler angesprochen hast, wir versuchen ja immer wieder, Jodler einzubauen, weil mir geht es genauso, wie du das sagst. Also ich sage auch, das sind wirklich unsere alten Schamaninnen und Schamanengesänge, die Jodler. Also da ist diese Anrufung, ja, dieser Segen, der heruntergeholt wird, die Holle, die im Holler ja schon drinnen ist, also da haben wir genau diesen Aspekt wieder drinnen, dass das viel mehr ist, als wir nur Singer in unserem heutigen Sinn. Ja, ich denke mir vor allem, mir geht es halt so, wenn ich in freier Natur unterwegs bin und oft zu wirklich besonders schöne Plätze komme, da ist halt der Jodler, wenn man den bedächtig singt und nicht jetzt als Kehlkopf-Akrobatik sieht, ja, sondern sich eingespürt in so einen Jodler, das ist halt eine Möglichkeit, dass man akustisch den Geist vom Platz aufgreift und selber wiedergibt und sozusagen. Genau, und in die Verbindung geht. In Verbindung geht, dass genau. Man, ja, genau, ja, dass man Anspruch gibt letztendlich für diese andere Ebene, auch über den Jodler. Richtig, genau, mhm, und dem Ausdruck verleiht. Genau. Weil das ist ja ein Wechselspiel, der, ja, Platz wirkt auf mich und umgekehrt. Und ich denke mir oft, dass das für die Natur und für das, was da an natürlichen Kräften ist, ganz wichtig ist, auch, dass wir als Menschen das nicht nur wahrnehmen, sondern auch Zwang und dem Ausdruck verleihen, dass wir es wahrnehmen. Und das ist eine Schwingung, das ist eine Energie, was wir aussenden, ja, natürlich mit dem Jodler. Und das ist ja auch wieder für die wichtig und für uns wichtig. Das ist genau dieser Austausch, dieses Geben und dieses Nehmen. Wir kriegen was, wir geben einer durch Singen oder durch einen Tanz auch wieder was zurück. Darum ist das ganz wichtig bei einem Ritual. Ja, und Tanz ist natürlich beim Sonnenweinfeierl auch ganz eine wesentliche Geschichte. Genau. Und da sind wir dann auch wieder bei der erotischen Komponente. Ja, okay. Naja, also, was war der Sonnenweinfeier ohne einen gemeinsamen Gesang? Und zur Einstimmung werden wir jetzt gleich einen üben. Und zwar in Simmersein von der CD Wir lernen Jodeln. Das ist eine Jodelschule von der Ingeburg und von Hermann Hertel. Obacht, liebe Hörerinnen und Hörer, da kann man gleich mitsingen. Da hat es auch wirklich gefordert. Wobei es keine Forderung ist, Vergnügen. Zuerst kommt der Jodler als ein Ganze, dann die tragende Stimme, mit der Überstimme dezent im Hintergrund und dann zum Mitsinger die Überstimme im Vordergrund. Und nur mal der ganze Jodler. Also, Hodl-Dadl, so geht's los. Hodl-Dadl, Eudl, Reitul, Joe, Hoi, Reitul, Joe, Hoi, Idio. Hoi, Reitul, Joe, Hoi, Idio. Hodl, dadl, oidl, reitul, joe, hoi, reitul, joe, hoi, tio. Hoi, reitul, joe, hoi, tio. Hodl, dadl, oidl, reitul, joe, hoi, reitul, joe, hoi, tio. So, und jetzt nur mal und da die tragende Stimme im Vordergrund. Hodl, dadl, oidl, reitul, joe, hoi, reitul, joe, hoi, idio. Hoi, reitul, joe, hoi, idio. Hodl, dadl, oidl, reitul, joe, hoi, reitul, joe, hoi, idio. Hoi, reitul, joe, hoi, idio. Hodl, dadl, oidl, reitul, joe, hoi, reitul, joe, hoi, idio. Und jetzt wird spannend, denn jetzt ist die Überstimme zum Mitsänger im Vordergrund. Alles dann. Dadl, oidl, reitul, joe, hoi, reitul, joe, hoi, idio. Hoi, reitul, joe, hoi, idio. Hodl, dadl, oidl, reitul, joe, hoi, reitul,
Reitulio, hoi, Dio. Hoi, Reitulio, hoi, Dio. Hodl, Badl, Oedl, Reitulio, hoi, Reitulio, hoi, Dio. Und jetzt nur mal der Jodler voll und ganz. Hodl, Dadl, Oedl, Reitulio, hoi, Reitulio, hoi, Dio. Hoi, Reitulio, hoi, Dio. Hodl, Dadl, Oedl, Reitulio, hoi, Reitulio, hoi, Dio. Hoi, Reitulio, hoi. Hodl, Dadl, Oedl, Reitulio, hoi, Reitulio, hoi, Dio. Also wer jetzt am Gusterkämmer ist, die Jodelschule, die gibt's als CD mit Begleitheft, mit den Noten und mit dem Text unter drahtmotion.at im Netz. Und wer es lieber mit persönlicher Anleitung lernen will, das Jodeln, Ingeborg und Hermann Hertel, die sind vom 1. bis 3. August beim Losen zum 12. Mal im Almdahl Wandern, Jodeln lernen und Märchen losen. Das steht da am Programm. Ja, und bei uns, da ist jetzt Zeit fürs Märchenrätsel. Davor aber nur die Anita Noah mit einem Schleinigen von der CD Kult. Ja, beim letzten Mal, da war die Frage vom Märchenrätsel eigentlich recht einfach. Welche Kerze wächst auf dem Felde? Und das ist, Renate? Die Königskerze. Die Königskerze, genau so ist. Ja, und gewusst hat das? Die Frau Dr. Sabine Fischer aus Weidehofen an der Yps. Naja, und die hat damit den Band Was Blumen erzählen, Sagen aus der Pflanzenwelt von der Margareta Fuchs aus der Edition Rezia gewonnen. Ja, und das Klangbuch Holzapfel und Rehling, Neues von früher, mit Dorfgeschichten und widerspenstiger Musik von Erwin Rehling aus dem Mandelbaum Verlag, der geht an? Die Frau Erdmut Pawlitschko in Röhrenbach in Bayern. Ja, und dann haben wir nur den Band 50 Shades of Green von der Ursula Asamer mit 50 Kräutern und Blüten für Lust und Liebe samt ihrer Anwendung aus dem Kneipp Verlag verlost. Und der Band geht an? Und Herrn Wolfgang Zieger in Graz. Also Gratulation den Gewinnerinnen und dem Gewinner. Und die heutige Rätselfrage, die ist nicht ganz so einfach. Was bekommt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt? Ah ja, also das ist wirklich nicht so einfach. Was kriegt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt? Da braucht es wieder ein bisschen Fantasie und Witz für die Antwort. Schickt es bitte per Mail an sagenhafte Stunde, klein zusammengeschrieben, @mailbox.org oder als Postkarten an den ORF Radio Oberösterreich, Europaplatz 3 4021 Linz.
Einsendeschluss ist der 17. Juni. Janssen Gwenger gibt es erstens den Band Erdenfrau von Renate Fuchs-Haberl und Elisabeth Maria Meyer mit Heilpflanzen, Rituale und Rezepte im Wandel vor die Jahreszeiten aus dem Stocker Verlag. Dann den Almanach Oberösterreich mit herrliche Touren zu den schönsten Almen. Das ist der Almenkatalog vom Land Oberösterreich. Der Hubert Ischl-Stöger hat ihn rausgegeben. Im Kral Verlag ist die Sammlung rausgekommen. Und drittens gibt es wahlweise den Band Sagen aus Oberösterreich, Salzburger Sagen oder Sagen aus Niederösterreich oder Sagen aus der Steiermark aus dem Tirolier Verlag. Bitte schreibt da dazu, was denn gern Gwenger würd's. Illustriert hat diese Bände der Jakob Kirchmeier. Dass ich es rausbringe, aufs Allerschönste hat es nämlich illustriert. Ja, im Internet gibt es alle Infos zum Märchenrätsel und zu der Sendung unter märchenerzähler.at. Und das Rezept zu den Hollerstrauben, das haben wir auch bei uns im Blog drinnen und im Band Das Geschenk der 12 Monate. Jetzt hören wir die Claudia Schwab mit Zwiefach in Bulgaria von der CD Attic Mornings. Thank you.
Wirklich beeindruckend, wie weltoffen die Claudia Schwab ihre steirischen Wurzeln immer wieder auslebt. Ja, Renate, welche Vorhaben und Projekte stehen bei dir als nächstes am Programm? Ja, bei mir im Juni ist jetzt zum einen der zweite Teil von meinem Matriarchatslehrgang am Programm und dann zur Sommersonnenwende mache ich Wildsweiber wandern. Da gehen wir nach Maria Blein, das ist der alte Kultberg bei Salzburg. Und da hinter der Kirche gibt es die alte Heilquelle, weil das ist das Besondere dran. Und dort feiern wir eben ein Ritual. Also wir machen uns zur Sommersonnenwende auf dem Weg auf dem alten Kultberg. Aha, ja, das ist hoffentlich auch wieder entsprechend. Das hoffen wir ja. Dann ist es umso schöner. Ja? Genau. Ja, schön, dass du heute da warst in der Sendung. Ich glaube, es war wirklich sehr, sehr anregend. Ja, danke für die Einladung, dass ich kommen dürfen habe. Ja, war ein Vergnügen. Ja, und wer mehr wissen will über die Arbeit von Renate Fuchs-Haberl, findet die Informationen auf ihrer Website unter www.wildmannfrau.at. Jetzt im Juni stehen auch wieder eine Fülle von Märchenobende und Sagenwanderungen am Programm. Am Pfingstsonntag, dem 9. Juni, ist bei Graz erzählt der Weltgeschichtentag. Infos dazu, die sind im Netz unter storytellingfestival.at. Am Pfingstmontag, am 10. Juni, da ist in Schwertberg die große Donausteig-Sagenwanderung. Start ist um 1 Nachmittag auf der Eiserbühne. Ja, und in Bayern erzählt Wilma Pfeiffer am 10. Juni im Bauernhofmuseum im Ammerang Märchen zum Lachen und Wundern. Um 2:30 am Nachmittag geht's los. Im Wienerwald, da ist dann am Samstag, dem 15. Juni in Pressbaum im Rahmen vom Tag vor der Ortenvielfalt die große Sagenwanderung. Und am 20. Juni, also zu Fronleichnam, da ist in Wien im Kursalon Hübner das Genussland Oberösterreich zu Gast. Und da gibt's Zaubermärchen und Sagen vom blühenden Leben zum Herrn, natürlich mit starkem Oberösterreich-Bezug. Genau zur Sommersonnenwende ist am Freitag, dem 29. Juni in Weidhofen an der Yps im Mostviertel die Wanderung mit Zaubermärchen und Sagen aus dem Mostviertel, Drommen am Buchenberg. Ja, und wenn es wieder schier ist, ist im Sold drinnen Platz, also das findet auf jeden Fall statt. Und die Almdaler Sagenreise, die ist heuer am Freitag, dem 28. Juni am Traunsee zu Gast. Start ist um 4:30 im Kulturzentrum Kitzmantelfabrik in Furchtdorf. Es geht dann mit der Regiotram nach Gmunden und auf eine Schifffahrt mit Sagen und Märchen über den Traunsee. Und am Samstag, dem 29. Juni, da ist die Almdaler Sagenreise an drei außergewöhnliche Plätze im Almdal. Um 2 geht's in Furchtdorf los, wieder im Museum Kitzmantelfabrik, um 4 in St. Konrad, in der Kornrad am Kranichsteg und um 6:30 in Scharnstein, da geht's auf, die Burg Scharnstein vom Museum Geierhammer aus. Infos zur Sendung und mehr, die gibt's beim ORF Kundenservice unter 0732 666 95 2 und unter märchenerzähler.at. In der Juli-Sendung, da ziehen wir dann mit einem Zaubermärchen nach Italien ans Meer. Gast im Studio ist eine außergewöhnliche Frau mit italienischen Wurzeln. Die Neurowissenschaftlerin Dr. Manuela Mazzedonia mit ihrem Band Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Jetzt nur einen schönen Abend und eine glückliche Sommersonnenwende. Die wünschen der Tonmeister, der Alois Hammer und der Märchenerzähler, der Helmut Wittmann. Pfiat gut, sagt das Duo Maul und Trommelseuche auf einer ganz eigene musikalische Art. Wieder schauen, wieder schauen, wieder schauen.
Wiederschau. 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 Wiederschauen. 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 Wiederschauen.